Wahrscheinlich hätten wir da jetzt speichern können. Wer seid ihr? Wachen! Hier sind die Spione! Nein, das ist ein, hier der Viktor. Was? Nochmal? Ja, ich, Wächter. Ich darf ja auch mal was lesen, ne? Ach so, Wächter. Wenn's ich hab das gar nicht gesehen. Ja? Klappe! Hinfort mit ihnen! Ich spreche jetzt ganz anders. Hä? Wer sagt das jetzt? Hinfort! Halt! Das ist nicht der König! Mist, ey, als König hätte ich dieses Reich ohne Probleme zerstören können, aber na gut. Ich weiß nicht, wer ich bin, also verändere ich die Stimme einfach irgendwie. Ach, und wie? Wart's ab. Du wirst für mich den König beseitigen. Glaube ich nicht, denn ich bin ein Königstreuer. Ich glaube an das Gottesgnadentum. Das ist ein Scherz jetzt. Wir sind ja zum Glück vorbereitet. Ninja, was ist er? Hier, komm, komm. Eisklinge. Untersuche ihn, untersuche ihn. Ja, das kannst du ja nicht. Nee, kann ich wirklich nicht. Wir haben so viele Fähigkeiten jetzt, das kann man nicht mehr selber. Hä? Falsch. Egal, so. So, wir sind voll aufgeladen, zum Glück. 510 nur, das geht ja. 900 Goldmünzen für Laterna. So sieht's nämlich aus. Siehste, wärst du selber nicht drauf gekommen, ne? Ich hab ja keine Laterna. Und wir müssen gleich noch einen Part aufnehmen. Denn wir sind jetzt bei 1:01 in der Aufnahme. Entschuldigung, liebe Zuschauer, dass ich ständig die Zeit ansagen muss, aber ihr werdet sicher verstehen, dass wir nervlich ganz schön krass schon malträtiert wurden vom Spiel jetzt. Ist dir aufgefallen, dass schau mal, wie schnell die Ische einen Angriff hat? Platt ist. Ein Angriffszauber? Wie nein. Denn? Was für ein Angriffszauber hat sie in der Mitte? Ja. Hat sie eben. Laterne. Puki. Eure Majestät, du? Los, wach auf, Alter! Oh, hier klingelt gerade der Wecker von meiner werten Frau Mama. Das ist gut. Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? Okay, du sprichst den König jetzt? Ja, du hast den bösen König gesprochen. Ach so, den bösen, okay, der ständig seine Synchronstimme verändert hat. Ja, kommt. So, hier, was sagt er denn? Ab jetzt werden wir dieses Schloss besser bewachen. Ja. Das Imperium hat unser Sandschiff zerstört, diese Bastarde. Und jetzt, Achtung. Viktor war der Oberst der königlichen Truppen, sein bester Freund war Arion. Irgendwas stimmt hier nicht. Als Arion dann im Kampf fiel, beschloss Viktor, die Armee zu verlassen. Das ist gut zu wissen. Na? Ich bin ein großer Fan von Kapitän Ostro. So ein ganz trocken. Gut gemacht, eure... gut gemacht, eure Majestät. Der Warnerritter hat den Spion besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Darf ich dir das geben? War das eine Frage? Keine Frage? Schwertorb erhalten. Oh, selten. Sehr stylisch. Cool. So, was sagt der hier noch? Sehr cool. Dieser Dämonenritter ist unheimlich. Kennst du schon unsere Partnerstadt Pandoria? Schulette, ey. Nee, das war der Bruder von Tobi. Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir alle verloren gewesen, du bist wirklich ein wahrer Held. So, wo ist denn jetzt hier... Aber was war denn das für ein lahmer Bosskampf, ganz ehrlich? Der konnte ja gar nichts. Das war ziemlich lächerlich, ja, das ist wohl wahr. Das war wirklich lächerlich. Oder haben wir hier irgendwie eine Storyline ewig lang verpasst? Ich weiß es nicht. Irgendwie ja nicht, weil... Wir sind ja bestimmt 5-mal dran vorbeigeflogen, mit der Bemerkung, ja, da können wir ja nicht lang. Aha. Ja, natürlich, der Teppich weist uns den Weg. Bertie! Bertie, wo bist du? Wo bist du? Den Bertie gibt es ja zum Glück mehrmals im Spiel. Will der auch noch verstecken? Was will der Imperator bloß von uns? Eine gute Frage. Okay. Hallo? Hallo? Viktor ist der tapferste Ritter von Tasnika! Nun, sein Freund Arion war ihm ebenbürtig! Ja, ja. Und ebenbürtig? Warum sprich ich wie ein alter Typ, ey? Weil ich hab Lungen, ich kann nicht gut atmen. Sag mal, kenn ich dich nicht irgendwo her? Hast du nicht trotzdem eine Mark für mich? Nein, wir haben jetzt den Euro, Alte. Versuch doch mal in unserer Zeit zu leben. Mal gucken, wie lange noch. Das Vibe. Vielen Dank, dass du unseren König gerettet hast. Kein Problem, war easy peasy. Das Imperium versucht, die versunkene Dracheninsel wieder auftauchen zu lassen. Nein.
Solange die 8 Mana-Samen unsere Welt beschützen, können sie nichts tun. Ach so, wir sammeln bestimmt alle 8 Mana-Samen. Von allen kriegen wir die Kraft. Und dann kommt bestimmt das Imperium und nimmt alle Samen. Wir müssen noch mit dem Soldaten hier reden. Will hier mit dem Kind reden. Okay. Ein hässliches kleines Koboldmädchen. Bäh, hübscher als du. Ja, diese kleinen Zickereien. Hier komm, Mädchen, schieb dich mal in die Ecke. So waren wir hier nicht schon? Hilf uns, wir müssen das Imperium zerstören. Waren wir hier nicht schon? Denn wir Soldaten können nichts hier machen. Sind wir doch schon lang gegangen. Echt? Ja, da sind wir zum König gegangen. Oh, da war aber jetzt ein Junge. Da waren wir nicht. Natürlich waren wir hier noch nicht. Hier ist doch alles ganz anders. Oh. Wie groß ist denn das? Hey Leute, guckt mal, hier ist der Mana-Ritter. Ihr anderen, die hier gar nicht stehen. Ei gut, wie? Geht es darum, wie das Ei, ob das hart oder weich geköstigt werden muss? Oder? Geköstigt vor allem. Geköstigt? Hilfe, wo bin ich? Wo ist er denn? Hier war doch ein Typ. Hier war noch ein Typ. Er ist weg. Komm. Nein, die war doch. Er ist weg, lass jetzt. Die waren Typ. Die alle verstecken. Lass sie einfach. Ist ja schlimm hier. Siehst du, hier waren wir, hier ist der König. Aber da rechts war dieser komische Verkäufer. Wie kommen wir zu dem Verkäufer hin? Verdammte Angst. Na, warte. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Imperium diese Festung einnimmt. Können wir hier nein, rechts? Nein. Warum nicht? Kommen wir nicht lang. Nicht? Wir müssen hier lang. Ja, ich komm nicht vorbei. Ja, das Koboldmädchen. Ja, müssen wir nämlich nicht. Was? Ja. Ja, dann müssen wir einfach unten drunter. Unter der Brücke durch, oder was? Ja, natürlich. Alter, diese Leute. Ja, offensichtlich nicht. Hä? Aber das ergibt keinen Sinn. Ich will da lang. Aha. Was? Was? Aha. Hallo? 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 Können wir mal hier raus? Ah, da was? Sind wir ja. Hallo. Ach so. Guten Tag. Okay. So. Wie kann ich helfen? Das ist jetzt nämlich, jetzt dürfen wir einkaufen. Aber wir haben was ist denn das für ein 10 Goldmünzen Bonbon? Was kostet denn der andere Scheiß? Das Lebenswasser und so. Nee, schau. Boah, das ist ja richtig günstig. Hä? Die Walnuss nicht. So, Honig. Ey, oh, reagiert das überhaupt nicht hier so? Kannst du mich bitte einkaufen lassen, wenn du so unfähig bist? Das ist, reagiert viel zu sensibel. Ja. Schnauze. Und hier können wir auch Items kaufen, oder was willst du sagen? Ja, korrekt. Was ist der andere Ring? Hefe. Das ist doch noch ein Armband oder so. Was Gold bringt denn mehr? Der Feuerring wahrscheinlich, ne? Warte. Rüstung. Rüstung, ja, hier kommt meine Notizen. Ja. Ihr hört gerade das Aktenblättern. Das ist ein riesiger, DIN A4-Ordner mit allen möglichen Notizen nur über Secret of Mana. Steht so, direkt neben der Steuererklärung, dem Steuererklärungsordner mit den ganzen Rechnungen, die das ganze Jahr über gesammelt Gold werden. Hätte bringt 24. Rüstung? Ja. Feuerring? Feuerring bringt 35. Logisch, der ist ja auch teurer. Rüstung. Abwehr. Ja, was können wir denn sonst noch kaufen? Schau mal, was wir sonst noch kaufen können. Dämonenweste. Ah, ja, das war das, was ich gemeint hatte. Ja. Ne? Was bringt denn die Dämonenweste? Ich finde, wir sollten dann das kaufen, was am meisten bringt. Ja, das ist vom Kosten-Nutzen-Faktor her. Das teurere. Ja, natürlich bringt das am meisten, aber wir müssen halt auch logisch rechnen. Die Dämonenweste bringt 139 und der Granitpanzer nur 95. Ja, aber dann die Dämonenweste ist sehr viel besser als die Ringe auf jeden Fall erstmal. Ja, Und was sind das für Kappen? Haben wir auch kein Geld mehr, ne? Ja, kauf mal dreimal. Ja. Ich mach, haben wir aber kein Geld mehr. Ja! Ja, ich hab dir gesagt, dass es teuer wird. Glaubst mir ja nicht. Oh, wenn wir nicht mehr wollen, haben wir keine Kohle mehr. So, das können wir schon nicht mehr leisten. Was bringt denn die Entenkappe? Die Entenkappe 78. Boah. Ja. Hätten wir eigentlich fast eher... Nee, Quatsch. Drachen, dann hätten wir uns die Rüstung nicht mehr leisten können. Ja, wir müssen hier nochmal wiederkommen irgendwann. Aber wie ist denn der Händler bitte versteckt? Wusstest du, dass es da einen Geheimgang gibt? Dass hier ein geheimer Händler ist, wusste ich ja. Ach so, ja, der ist ja nicht geheim, den sieht man ja. Ja, also, naja, so gesehen ist er schon geheim. So, jetzt lass uns abspeichern, ja, sonst musst du gleich noch ein Part aufnehmen. Oh Gott, nein. Das treibt dich an, ne? Ja. Auf Wiedersehen. Wo müssen wir denn als nächstes hin, damit wir dann einfach dorthin gehen können? Hier nicht speichern.
weiter. Komm hier wieder raus. Hilfe. So, konnte man, hier konnte man aber nämlich. Wie Schlaf bescheuert, wie beschränkt. Konnte man hier rein? Nein, na, ja, da geht's doch zum König. Ach. Meine Fresse. Oh Mann. Ja, speichern können wir ja drin, glaube ich, nicht. Rein? Hier waren wir doch schon. Nein, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir doch schon. Können wir da rein? Da waren wir doch schon. So, dann gehen wir. Können wir da rein? Okay. Dann lauf doch. Ja, ich will dich ja nur ein bisschen foppen. Naja. Reicht jetzt, ne? Das Limit ist erreicht. Oh, 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 oh. Was, hier, was, mit der was? Haben wir noch nicht geredet. Ja, lauf der Frau doch hinterher, ey. Diese Festung ist wie, wie eine kleine Stadt. Ja, raus? Mit dem Soldaten. Oh, oh. Oh, gerade ganz schlimm. Ich sehe nichts mehr vom Bildschirm. Denn mir wird gerade einfach mal voll in die Fresse geknallt von Avira. Einfach mal Werbung. Das muss ich komplett wegpixeln. Ja, und bei mir ist und der ich Tobi gerade voll in Action mit dem Soldaten. Der Soldat versucht verzweifelt zu entkommen. So, das Fenster wurde geschlossen. Wundert euch also nicht, wenn gerade fast das gesamte Video verpixelt wurde. Ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Avira-Produkte. Es gibt auch noch andere schöne Virusprogramme wie das Norton und wie andere, wie zum Beispiel, was gibt es noch? Ich muss ja Werbung für andere Produkte machen, ich kenne keine anderen Produkte. Aber es gibt noch andere gute Virenprogramme. Gebt einfach mal bei Google ein, gute Virenprogramme für Windows oder für Linux oder für Mac. Es gibt auch noch andere Betriebssysteme, die fallen mir auch gerade nicht ein. Wow, meine ganze Map spielt gerade komplett verrückt. Schön. Jetzt weiß ich, was du mit Wasser meinst. Aha, hast du jetzt gerade hier... Sehr schick, dann wird das auch mal... Und die Städte sehen auch sehr zerstört aus. Kann man hier speichern? Kann man hier speichern? Wo ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo du speichern kannst. Also ich sehe sehr viele Pixelhaufen und sehr merkwürdige. Sieht fast aus wie das Innenleben eines Computers. Nein. Hier können wir nicht speichern, außer vielleicht... Nee, hier können wir nicht speichern. Nein. Oh, Hexenwäldchen. Aber das Hexenwäldchen. Machen wir doch mal das Hexenwäldchen. Würde zu lange dauern. Nö. Oh. Nein! Ja, raus. Aber... Ist hier zu leise. Süß, ne? Hörst du auf jetzt? Schade, ich wollte nochmal zurück. Musst du halt längere Parts schneiden jetzt. Wir sind sowieso schon wieder drüber. Nein, das geht super. Aber, wir haben sogar noch Zeit. Ja, natürlich sehe ich jetzt besser. So, dann sag Stopp, mit dem zweiten. Anhalten soll. Man kann auch noch mit dem ersten gucken. Es gibt natürlich noch andere Fernsehsender als das ZDF. Oh, Himmel. Wollen wir hier bei, wir speichern beim... Ist egal, wo du abspeichern willst. Trüffelnase. Ja, ja. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Nein, andere Idee. Ja, der Schicksalsberg, dann... Nein, doch. Wenn wir zum Schicksalsberg müssen, was müssen wir denn beim Schicksalsberg machen? Ich bin schuld, dass ich gleich wieder eine ganze Tafel Schokolade essen muss, weil ich so derbe angepisst bin nach so einer Aufnahme. So unfassbar. Da kann ich doch nichts für. Außerdem schmeckt Schokolade gut. Außerdem sind wir schon da. Fast. Ich muss piechen. Ja, dann geh doch. Lande! Ja, was müssen wir denn beim Schicksalsberg machen? Lese ich dir nicht vor, das wäre gespoilert. Ach so, okay. Ich kann mir nämlich nichts vorstellen. Siehst du, wir sind doch schon da, Mensch. Ja. Da war doch gar nicht das Inn. Ach so. Du hast eine Orientierung. Ich habe gar keine. Wie so ein Brottoast. Brottoast, mhm. Klar. Wie ein Brottoast, ganz genau. Wie so ein Bernd, ne? Wie so ein Bernd, genau. Ja, brauch nicht schlafen. Ach scheiße, brauchen wir wir haben ja so viel Geld. Ich mache und unterbreite den Vorschlag unserer breiten Community, die dieses Projekt aufmerksam verfolgt, wahrscheinlich auch noch nach den letzten sehr spannenden Parts, ob wir denn jetzt Geld sammeln sollen. Sollen wir Geld sammeln? Oder nein, sollen wir nicht? Wieder? Nein, es ist denen scheißegal. Sie wollen uns nur versagen sehen. Also dich, nicht mich. Ich versage ja nicht. Aber wenn wir Geld sammeln, dann passiert mehr auf dem Bildschirm, als dass wir die ganze Zeit auf der Weltkarte umherkreisen. Das wollten wir gar nicht. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was euch besser gefällt, liebe Zuschauer. Das entweder Geld sammeln haben wir nie mitgefilmt. Das Leveln. Ach, stimmt. Ja, aber das wollt ihr dann nicht. Das wollt ihr dann auch nicht, liebe Zuschauer. Denn wir können ja auch mit unserer jetzigen Ausrüstung, sonst wird das Spiel auch zu einfach. Ne? Könnt ihr auch einfach mal der Schnabeltastenmaus verklickern, die immer meint, leveln. Alter! Weil im letzten Bosskampf, da ging ihr auch schon fast wieder der Arsch auf Grundeis. Weil sie ja dachte, das ist ja zu schwer, zu heavy oder so. Schnabeltastenmaus verklickern, mach die mal fertig, hau mal drauf. Was? Nein,
Nein, ich meine ja mit Verklickern, die sollen die argumentativ. Argumentativ sollen die dir klar machen, was falsch läuft in deinem Kopf, in deiner Welt. Tschüss, auf Wiedersehen. Wir verstehen uns super. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.